Seit 1971 haben wir Frauen in der Schweiz endlich das Stimm- und Wahlrecht. Seither kamen immer mehr Frauen in die Politik und in die Institutionen. Dennoch sind sie auch heute noch stark untervertreten. Welche Hürden mussten diese Pionierinnen überwinden? Und welche Hürden bestehen auch noch heute? Was können Frauen in der Politik erreichen und verändern? Und wie soll es weitergehen? Bei unserer ersten öffentlichen Gesprächsveranstaltung in der Wandelhalle des Parlaments haben wir mit der Präsidentin des Nationalrats, Marina Garopio, und mit Alt-Nationalratspräsidentin Judith Stamm über diese Fragen diskutiert. Wir freuen uns, Ihnen diese Diskussionen nun auch per Video bekannt zu machen. Eine provokative Frage dazu wäre, was macht es konkret aus, wenn mehr Frauen mehr Macht haben? Welche Entscheide sind anders? Was ist anders in der Politik, wenn mehr Frauen mehr Verantwortung? Erstens finde ich wichtig, dass Frauen in die Politik vertreten sind, mehr in die Politik vertreten sind, weil wir brauchen Vielfalt. Das ist eine Bereicherung für die Politik und die Gesellschaft und für die Frauen selber. Man kann etwas erreichen. Es ist nicht einfach, es ist vielleicht langsam, man muss vielleicht mehr probieren, um etwas zu erreichen, aber Frauen können sich schon etwas bewegen. Wenn ich denke zum Beispiel an die Mutterschaftsversicherung, das war schon dank der Frauen, die im Parlament und außerhalb vom Parlament sich zusammen vernetzt haben und das gewollt haben. Und es gibt auch, jetzt haben wir eine kleine Gesetzänderung zur Lohngleichheit. Man hat gesehen, das waren auch die Frauen, die stark dafür das praktisch alle oder fast alle Parteien sich für das engagiert haben. Eben. Ich rede natürlich immer von dieser Phase, als die Frauen sich sehr viel erkämpften. Und ich glaube, es war so, dass die Revision des Eherechtes, das war schon lange in der Pipeline, irgendwo beim Bundesrat und in der Verwaltung. Und als dann endlich 71 Frauen ins Parlament kamen, haben sie gesagt, so, und jetzt machen wir Nägel mit Köpfen und jetzt wird dieses Eherecht einmal reformiert. Also, ja. Und auch in der Folge könnte ich mir vorstellen, dass man die Inhalte der Geschäfte, die behandelt wurden, dass das, wenn Frauen darüber entscheiden, was ist jetzt wichtig, dass das vielleicht ein bisschen eine Verschiebung gibt. Wenn Sie einen klugen Mann haben und eine kluge Frau haben, dann wird der kluge Mann gewählt. Das ist noch das Problem. Und ich glaube nicht immer, aber es passiert noch häufig. Deshalb muss man heute noch 2019 kämpfen, damit auch mehr Frauen in die Politik kommen. Weil das ist nicht selbstverständlich. Wenn wirklich Frauen nicht gefordert werden, nicht genügend Frauen auf die Liste sind und nicht bekannt werden, dann werden sie Männer, auch wenn sie weniger klug sind. Und wenn sie beide gleich klug sind, dann eben noch einmal. Sagen Sie mir, warum ist das so? Ja, weil die Macht ist immer noch bei den Männern. Das habe ich schon am Anfang gesagt. Die Macht ist bei den Männern und die Struktur der Politik ist noch sehr männlich, oder? Aus meiner Sicht hat das damit zu tun mit dem Milizsystem natürlich, oder? Weil was definitiv eine zusätzliche Hürde ist für Frauen in der Politik, weil ich meine, zum Teil ist es ein bisschen ein Mythos, aber es ist schon so, dass meistens kommt die Politik zusätzlich zum Job, zusätzlich möglicherweise zur Familie, und diese Frage der Finanzierung hat auch also sehr viel mit dem zu tun. Meine ich, sei dieses Quotendenken verschwunden? Das Bewusstsein, wir sind die Mehrheit der Bevölkerung und wir wollen entsprechend repräsentiert sein in den politischen Gremien, das beginnt sich durchzusetzen. Also Sie denken, weil der Druck, Sie haben gesagt, irgendwie Ende der 80er Jahre hat man gedacht, gut, Frauen, check, das haben wir erledigt, weil dieser Druck nicht mehr da war, hat das Interesse auch wieder nachgelassen. Diesen Druck, es ist sicher ein Grund, dass der Druck nachgegeben hat nach der Bewegung in der 70er und 80er Jahre. Jetzt haben wir eine starke Frauenbewegung im Moment. Man hat auch gesehen in den letzten Monaten, man hat sich ausgedrückt, sowohl mit Lohngleichheit-Demo, aber auch in den Medien, die Kampagne Helvetia ruft, damit
damit auch Frauen mehr im Bundeshaus vertreten werden und auch die starke Unterstützung, damit endlich mehr Frauen im Bundesrat, das haben wir jetzt auch. Aber ich glaube, das ist einer der Gründe, das ist nicht der einzige, dass es Druck nachgegeben hat. Es gibt andere Gründe, meiner Meinung nach, ein Problem ist, dass die Politik bleibt männlich, ist männlich ausgebaut. Also wenn man schaut die Verhältnisse, wenn man Familien, Arbeit und Politik hat, ist immer noch die Frau, die alles vereinbaren muss. Und die Strukturen auch, sowohl von der Sitzungen wie Räumlichkeiten, sind nicht an diese neue diese Frauen aufgebaut, die eben jung im Parlament zum Beispiel kommen oder in eine Regierung und auch Kinder haben. Der Gedanke, dass Vergewaltigung in der Ehe ein strafrechtliches Delikt ist, dieser Gedanke ist durch die Frauen ins Parlament gekommen. Und zuerst war es ein Antragsdelikt und jetzt ist es ein Offizialdelikt. Also, ich meine, da glaube ich jetzt wirklich, dass eine Männergesellschaft schon gar nicht so reflektiert, dass sie zu einem solchen Vorschlag kommt.